Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ich wollte heute ein Video drehen, was ich eigentlich schon immer drehen wollte. Ich habe auch schon überlegt, eigentlich vorher, schon deutlich lange vorher, habe ich überlegt, ob ich das nicht irgendwie auf Instagram in einem Post machen möchte, ob ich das nicht in einem Foto festhalten möchte. Und ich dachte mir, ja, ich werde das jetzt kombinieren mit diesem YouTube-Video, weil ich finde, es ist ein unfassbar wichtiges Thema. Es geht heute um die Wirkung von Make-up. The Power of Make-up. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, in einem Instagram-Post, in einem YouTube-Video. Und ich finde, das Thema sollte auf jeden Fall nochmal aufgegriffen werden. Es ist in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr publik gewesen, aber ich finde, es ist auch nochmal jetzt gerade so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das möchte ich gerne ändern. Ihr seht mich heute komplett ungeschminkt und ich werde gleich anfangen, eine Gesichtshälfte zu schminken. Und dann werdet ihr gleich einen Kontrast sehen zwischen ungeschminkt und zwischen geschminkt. Ich habe extra irgendwie versucht, ein graues T-Shirt anzuziehen. Und nicht so viel, also klar, jetzt habe ich natürlich das da im Hintergrund, aber ich wollte jetzt nicht noch die Pollenstange im Hintergrund haben und ein ganzes Zimmer. Deswegen habe ich mir jetzt hier so diese Ecke ausgesucht und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Und ja, los geht's. Ich habe mir jetzt gerade einen Zopf gemacht, werde jetzt in diese Richtung gucken, weil ich mich schminke und dann werdet ihr gleich das Ergebnis sehen. Leute, Make-up kann gefühlt das ganze Gesicht verändern. Ich habe jetzt konturiert, ich habe Lippenstift. Ich kann mir die Lippen dicker machen, als sie eigentlich sind. Meine Augen sehen breiter aus, mit längeren Wimpern. Sie strahlen auch ganz anders, sie sehen wirklich komplett anders aus. Genauso wie meine Wangenknochen und meine gesamte Gesichtsform sich komplett verändert im Vergleich zu dem. Leute, Make-up kann so viel. Make-up kann
alles. Ich habe direkt ein viel kontrastreicheres Gesicht. Und Make-up kann unfassbar viel verändern. Wenn ich so drüber nachdenke, Make-up kann einen anderen Menschen aus dir machen. Make-up kann so vieles. Leute, ich will euch keinen Stuss erzählen, es macht Riesenspaß, sich zu schminken. Es macht Riesenspaß, vor allen Dingen mir, mich irgendwie optisch zu verändern, mir die Haare neu zu machen, mich neu zu schminken oder sonst irgendwie neu auszuleben. Aber ich muss dazu sagen, es ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger, sich in seinem eigenen Körper wirklich wohlzufühlen, sich selbst zu lieben und sich, ja, sich zu Hause zu fühlen, sich angekommen zu fühlen und sich zu denken, ja Mann, ich sehe ungeschminkt mindestens genauso cool aus wie geschminkt. Und einfach dieses Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, ja, ich fühle mich richtig wohl in meiner Haut und es geht mir gut mit mir und ich bin zufrieden. Weil Selbstliebe unfassbar wichtig ist. Du kannst deine Selbstliebe nicht wegschminken oder überschminken, wenn sie dir fehlt. Du kannst es nicht kompensieren. Spätestens wenn du dich abends wieder abschminkst, fängt das ganze Spiel von vorne an. Kümmere dich um dich selbst. Liebe dich selbst so, wie du bist, weil du schön bist. Weil diese Seite genauso schön ist wie diese Seite. Und weil wir das alles gar nicht brauchen. Es ist ein super schönes Extra. Es macht unfassbar viel Spaß, sich zu schminken und sich einfach auszuleben und rumzuprobieren. Aber es ist nichts, was uns ausmacht oder was wir wirklich brauchen. Es ist ein Luxusgut, welches uns viel Spaß bereitet und viel Freude, definitiv. Aber lasst es uns als Luxusgut betrachten und nicht als notwendige Produkte, die wir brauchen, weil wir uns selbst nicht genug wertschätzen und lieben, so wie wir sind. Lass dir nicht einreden, dass du nicht gut genug seist ungeschminkt. Das ist nämlich nicht so. Ich finde Kommentare wie: Du siehst irgendwie heute richtig blass und krank aus. Willst du nicht lieber ins Bett gehen? Auf der Arbeit oder in der Schule sind mehr als grenzwertig. Ich finde, genau solche Kommentare sollten wir eliminieren. Wir sollten den Leuten sagen, hey, ich bin gut so, wie ich bin, ungeschminkt. Und es geht mir hervorragend. Vielen Dank der Nachfrage. Und einfach selbstbewusst mit der Situation umgehen. Und vielleicht das Schönheitsbild und das Ideal mal so ein bisschen wachrütteln. Augenringe sind genauso normal, wie ihr hier vielleicht seht. Genauso wie Pickel und vielleicht auch einfach mal nicht so viele dunkle Augenbrauen. Und Leute, wir sind einfach gut, so wie wir sind. Zeigen wir es unserem Körper und unserer Seele, dass wir uns lieben und dass wir uns mögen und wertschätzen. Genauso. Liebt euch selbst. Auch komplett ohne Make-up, ungeschminkt und ungestylt, weil ihr gut seid, so wie ihr seid. Ihr braucht kein Make-up, ihr braucht keine schicken Klamotten, ihr braucht einfach nur euch selbst. Eure Liebe zu euch selbst. Eure Wertschätzung und eure Zeit. Kümmert euch um euch selbst und ihr werdet sehen, ihr werdet euch von Kopf bis Fuß wirklich wohl in eurem Körper fühlen. Komplett ohne Make-up. Das ist jetzt kein Video gegen Make-up. Ich liebe Make-up und es macht super viel Spaß, sich zu schminken und sich aufzubrezeln, mal ein bisschen anders auszusehen. Aber es ist ein Luxusgut und nichts, was wir im Alltag brauchen, damit wir uns selbst genug lieben und uns wohlfühlen. Das können wir auch komplett ohne Make-up. Das war's jetzt schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet den und den Kontrast vielleicht genauso cool wie ich. Ich habe es mir schon immer vorgenommen, wirklich mal hier so einen radikalen Strich zu ziehen und mich nur hier zu schminken und da nicht. Aber ich habe es ehrlich gesagt bisher noch nie durchgezogen. Und genau aus diesem Grund bin ich umso glücklicher darüber, dass ich das jetzt endlich gemacht habe. Und ich hoffe, es hat euch gut unterhalten und euch inspiriert und euch ein bisschen Selbstvertrauen und Selbstliebe geschenkt. Weil Leute, ohne Witz, das alles, das brauchen wir nicht. Wir sind alle gut, so wie wir sind. Wenn du jetzt daran zweifeln solltest, leg alles beiseite und mach heute einen kompletten Selbstliebetag. Kümmer dich um dich selbst. Mach dir schöne Musik an. Geh baden, geh raus, geh spazieren. Mach alles, was dein Herz begehrt. Mach einfach wirklich alles, was dir gerade in diesem Moment gut tut. Von mir aus zieh dich auch schön an oder brezel dich auf. Oder betreibe Körperpflege, creme dich ein, wenn du trockene Haut hast. Benutze Haarkuren oder sonst irgendetwas. Alles, was dir irgendwie gut tut und wo du das Gefühl hast, ja, das tut meinem Körper auch gut, mach das. Liebe dich selbst, mach einen Selbstliebetag und kümmere dich um dich. Ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch einen selbstliebeerfüllten Tag und freue mich aufs nächste Video mit euch. Ciao!